Willkommen zu einer neuen Folge von Elisa Rehse vom Mut zum Erfolg. Die Interviewsendung für Führungspersönlichkeiten und die, die es werden wollen. In der heutigen Folge geht es um gesunde Unternehmen. Ich freue mich auf den Autoren dieses Buches Mitarbeiter zu Fans machen. Der Experte für gesunde Unternehmen. Herzlich willkommen, Christian Brink. Hallo Elisa, ich freue mich. Hallo Christian, schön, dass du da bist und ich dir Zeit nimmst heute. Genau, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne. Er ist Buchautor, Speaker, Personal Trainer, Business Coach und Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement. Christian Brink ist seit 2011 selbstständig, zunächst als Personal Trainer und später mit einer eigenen Trainingslounge. Seit 2017 ist er zertifiziert für das betriebliche Gesundheitsmanagement und unterstützt Unternehmen bei dem Aufbau ihres BGMs. 2020 hat er sein erstes Buch veröffentlicht, in dem er Klartext spricht. Außerdem steht er auf Bühnen, hält Vorträge und hat auch einen Podcast mit dem gleichen Titel Mitarbeiter zu Fans machen. Er selbst sagt, dass der größte Erfolgsfaktor für gesunde Unternehmen die Mitarbeiter sind. Und ich selbst bin Fan von Christian, seit ich sein Buch gelesen habe und freue mich deshalb jetzt riesig auf unser Gespräch. Lass uns loslegen. Christian, bist du bereit? Ich bin bereit. Vielen herzlichen Dank für diese super schöne Anmoderation. Sehr gerne. Dann geht's los und die wichtigste Frage zuerst. Warum hast du dich bei deinem ersten Buch für diesen Titel entschieden? Es ist ganz spannend. Also wir hatten mehrere Titel zur Auswahl und da das mein erstes Buch ist und ich jetzt noch nicht die Erfahrung hatte, was macht man da mit den Titeln, hatte ich auch quasi so eine Fragestellung. Ne? Haben Sie Mitarbeiter oder haben Sie Fans? Ja, und das war aber für den Buchtitel nicht ganz so knackig. Ne? Das muss ja irgendwas kurz, knackig, präzise. Und mit einem Kunden habe ich drüber gesprochen und er sagte mir, Mensch, warum nicht einfach Mitarbeiter zu Fans machen? Kurz, knapp, präzise und ist ja genau das, was man auch aus dem Buch entnehmen kann. Ich habe es ja auch gelesen, aber kannst du einfach mal deine Kernaussage kurz in ein paar Sätze zusammenfassen? Wie können Unternehmen Mitarbeiter zu Fans machen? Oh, du kommst ja gleich zur Sache. Also die Kernaussage ist eigentlich so ein bisschen zusammengefasst in 10 Punkte. Ja, diese 10 Punkte sind, wenn man sie sich durchliest, eigentlich logisch. Ja, und das ist eigentlich Schritt für Schritt eine Anleitung, wie man ein Unternehmen oder die Unternehmenskultur hingehend verändern kann, wenn man sich an diese Punkte hält. Aber es ist ja ein kleiner Part. Ne, mit Mitarbeiter zu Fans machen. Da ist so viel anderes noch drin, was ja aus meiner Sicht dazugehört, um ein gesundes Unternehmen zu haben. Das stimmt, da steckt einiges drin und zählt vieles mit rein, bis das dann der Fall ist. Genau. Na, vielleicht kommen wir im Verlauf des Gesprächs nochmal genauer auf einzelne Sachen. Du hast, ich habe es in der Anmoderation gesagt, einfach eigentlich als Personal Trainer angefangen mit einer eigenen Lounge, hattest da auch Mitarbeiter. Und mich interessiert ja das Thema Menschenführung, Unternehmensführung. Deshalb, wie warst du damals als Führungskraft? Wie bist du heute? Katastrophe, würde ich sagen, damals. Man hat es aus der Vergangenheit ja nicht wirklich mitgekriegt oder beigebracht bekommen. Das musste man sich alles teilweise selber erlernen und auch selber auch die Trainings und Schulungen besuchen, um eine gute Führungskraft zu werden. Denn es gab halt Situationen, wo ich einfach der Meinung war, meine Leute müssen das eigentlich wissen, weil ich es weiß. Aber ich habe mit ihnen nicht kommuniziert. Ich habe es einfach vorausgesetzt. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, zu denken, die Mitarbeiter denken eh das Gleiche wie ich, weil das ist nicht so. Ja? Und von daher ist ein Punkt auch Kommunikation in einem Unternehmen das A und O. Und wenn das nicht passiert, dann kann halt ein normales Unternehmen leiden. Ja? Leiden an der Qualität der Dienstleistung oder der Produkte oder. Und deshalb war mein großes Learning, was ich damals hatte mit meinen Leuten, ich musste mehr sprechen. Mhm.
Da hast du ein ganzes Kapitel in deinem Buch dem Thema gewidmet und ich fand das total beeindruckend, wie selbstreflektiert oder du auch mit dir ins Gericht gegangen bist. Magst du da vielleicht mal ein bisschen mehr zu erzählen? Naja, es gibt halt vielen Unternehmern so, die anfangen und erstmal allein unterwegs sind. Ja, die kümmern sich um sich selbst, die machen und tun und arbeiten ab. Sie haben halt ein Ziel. Ja, sie haben eine Vision, sie haben ein Ziel und dann wird das halt größer. Und man kann nur größer werden, wenn natürlich Mitarbeiter dabei sind. Und das Problem, was ich damals hatte, ist einfach, dass ich gedacht habe, dass alle Mitarbeiter, die ich einstelle, genauso denken wie ich. Aber das ist ja nicht so. Ja, das heißt, ich muss da irgendwann die Kurve kriegen und noch mehr mit meinen Mitarbeitern auch sprechen und sie auch erklären, wohin will ich, was ist meine Vision und was möchte ich gern, was umgesetzt wird, damit meine Kunden, ich habe ja eine Dienstleistung angeboten, meine Kunden auch vollkommen zufrieden, rundum glücklich sind, ne? Und ja, das musste ich halt dementsprechend vernünftig umsetzen. Und das dauerte eine Weile. Das ging nicht von Anfang an. Und ich glaube, die am längsten dann bei mir waren, die können eine Geschichte von erzählen. Und ja, so hat man sich aber Stück für Stück an die ganzen Themen auch rangetastet. Okay, und Genau. was machst du heute anders? Also du bist ja auch ein Unternehmen heute noch unterwegs und coacht auch andere Führungskräfte. Was sind da so deine Leitsätze heute? Also von vornherein, erstmal bin ich alleine momentan unterwegs und wenn ich in die Unternehmen reingehe, dann schaue ich mir erstmal das Unternehmen komplett an. Das heißt, ich möchte auch die Stimmung aufnehmen. Ich möchte die Stimmung in Unternehmen aufnehmen. Wie ist es da gerade aktuell? Wenn mich eine Führungskraft bucht und sagt, Mensch, Herr Brink, wir brauchen unbedingt mal ein Coaching, wir müssen gucken, was wir verändern können, um halt erfolgreicher zu werden. Dann möchte ich natürlich wissen, wie ist die Ist-Situation Unternehmens? Ja. Wie ist der Stand? Und welche Konflikte schon drin, die man erst anpacken muss, bevor man den nächsten Schritt macht, um Veränderung anzuschieben. Ja. Und das denke ich, dass ganz viele Unternehmen halt immer mit einem falschen Ansatz losgehen. Sie wollen, wenn man beim BGM bleiben, die wollen ein BGM im Unternehmen installieren, haben aber nicht gefragt, was die Mitarbeiter eigentlich wollen. Oder vielleicht gibt es da Konflikte in einer Form, die vielleicht nicht bekannt sind, ne? Die man erstmal klären muss, bevor man den nächsten Step macht, um dementsprechend ja, erfolgreich etwas zu etablieren in einem Unternehmen. Egal, ob es jetzt eine persönliche Veränderung ist des Einzelnen oder eine komplette Veränderung oder neue Maschinen oder, sodass man wirklich guckt, dass man erstmal wirklich an der Basis Und anfängt. arbeitest du eher mit ja, erfahrenen Führungskräften oder welche, die gerade auf der Schwelle stehen, Führungskraft zu werden? Und beziehungsweise wo ist da auch so der Unterschied? Wie arbeitest du mit denen? Also es ist unterschiedlich, ne? Also zum einen gibt es natürlich die jungen Unternehmer, die dann auch erstmal die Erfahrung brauchen, die ich damals nicht hatte, zu sagen, Mensch, ich habe jetzt meine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mitarbeiter und ich weiß aber nicht ganz genau, wie ich mit denen umgehen soll. Ne? Was muss ich beachten? Was kann ich tun? Und dafür ist das natürlich auch ganz gut, auch das Buch als Anleitung, um einfach mal die ersten Richtungen, die ersten Schritte gehen zu können, auch allein. Ja? Und dann kommen natürlich die Erfahrenen, die in ihrem Hamsterrad schon drin sind, die ihre Routinen haben, die wissen, wie alles läuft und die vielleicht nicht mehr den Blick von außen haben. Ja, einfach mal die Sichtweise zu ändern, den Blickwinkel mal zu ändern. Und dann komme ich dann her und sage, Mensch, wir gucken uns das Ganze mal von außen an. Und dann nehme ich sie einfach mal mit und versuche ihnen zu zeigen, was kann verändert werden in einem Unternehmen, wenn ich aus einer anderen Sicht das Ganze sehe. Okay. Und Genau. jetzt ist es ja recht oft so, dass einfach die am fachlich besten Mitarbeiter dann befördert werden und Führungskraft werden. Nur dann kommen ja plötzlich ganz andere Aufgaben auch noch auf sie zu, über das Fachliche hinaus. Wenn du jetzt einer zukünftigen jungen Führungskraft gegenüberstehst, welche drei Ratschläge würdest du ihr geben, um sich auf die Rolle vorzubereiten?